Nächster Redner, der Abgeordnete Dimitri Schulz, AfD-Fraktion. Verehrtes Präsidium, verehrter Herr Becker, liebe Kollegen, seit vorvergangenem Wochenende sind mehr als 3.200 Raketen aus Gaza nach Israel abgefeuert worden. Davon haben zwar fast 500 ihr Ziel nicht erreicht und sind noch in Gaza eingeschlagen, wobei sie Arabern das Leben gekostet haben. Aber selbst wenn man diese 500 abzieht, sind 2.700 Raketen innerhalb von weniger als 14 Tagen eine noch nie dagewesene Quote. Ich möchte mit einem historischen Exkurs anfangen. 1967 fiel das Gebiet um Gaza-Stadt an Israel nach einem Präventivschlag gegen einen geplanten arabischen Angriffskrieg. Damals, als es noch kein Volk der Palästinenser gab, war Gaza auch nicht eigenständig. Es hatte bis 1967 zu Ägypten gehört. Die ebenfalls eroberte Sinai-Halbinsel hat Israel schon in den 80ern zurückgegeben an Ägypten. Aber Gaza wollten die Ägypter nicht mehr haben. 2005 dann, unter Premierminister Sharon, wurden alle israelischen Truppen abgezogen aus Gaza. Man hat sogar israelische Familien, die im Süden des Gebietes lebten, zwangsevakuiert. Gaza wurde judenrein und unabhängig. Es ist kein besetztes Gebiet, das will ich hier ganz klar festhalten. Fast direkt nach dem israelischen Abzug kam aber die Hamas an die Macht, und seither vergeht eigentlich kein einziger Monat, an dem keine Raketen rüberfliegen. Die Leute im Süden Israels haben sich schon an den Alarm gewohnt. Es gibt in jedem Haus Bunker. Meistens antwortet Israel gar nicht auf die Angriffe, sondern schießt die Raketen einfach ab. Diesmal ist es anders. Iron Dome, das Raketenabwehrsystem von Israel, kommt aber ab einer gewissen Frequenz nicht mehr nach. Die Araber wissen das und feuern aus allen Rohren ohne Rücksicht auf Verluste. Irgendwann ist das Maß aber voll und dann wird das Feuer erwidert. Niemand außer realitätsfernen Träumern kann von Israel verlangen, in einem solchen Fall still dazusitzen. So viel zu der dortigen Situation. Kommen wir jetzt zu Deutschland und zu Ihnen. Unsere Frankfurter Rundschau bezeichnet die Funktionäre der auch von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas als, Zitat, Aktivisten. Die Säulenheilige der Grünen Greta Thunberg sowie der deutsche Ableger von Fridays for Future teilen im Internet BDS-Propaganda, die Israel das Existenzrecht abspricht. In Münster, Bonn und Düsseldorf ziehen vor allem türkische und arabische Neubürger extra vor Synagogen, um dort Israel-Flaggen zu verbrennen. In Gelsenkirchen passiert das Gleiche. Hier wird aber auch noch skandiert Scheiß Juden. 180 Personen sind da, die Demo ist nicht angemeldet, man schreit antisemitische Parolen und die Polizei tut was? Gar nichts. Nein, nicht nur gar nichts, sie verharmlost das Geschehen sogar. Sie nimmt die Parolen zuerst nicht in ihren Bericht auf, dann spricht sie in einer Pressemitteilung von anti-israelischen Rufen. Scheißjude ist also anti-israelisch laut Polizei des CDU-geführten Bundeslandes NRW. Bei uns in Hessen, Samidun, eine von Israel als Terrororganisation eingestufte Vereinigung, meldet eine Demo an, bei der keinerlei Abstände eingehalten werden. Ich war vor Ort. Diese Demo war aber nicht nur genehmigt worden, sie wurde auch nicht aufgelöst. Und das, obwohl der Rhein-Main-Zeitung auch hier mehrere Teilnehmer zur Westend-Synagoge vordringen wollten. Das passt gut ins Muster, denn die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat schon vor einigen Monaten geweigert, gegen antisemitische Parolen als Volksverhetzung zu ermitteln, wie meine Kollegen Garf und Hermann in einer Kleinen Anfrage herausgefunden haben.
Was geschieht nach den Demos? Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Münzenich sagt zu den Ausschreitungen, Israel müsste halt auf Angebote einer Waffenruhe eingehen. Genosse Ralf Stegner ist gleich zur Stelle und warnt vor falschen Antisemitismusvorwürfen. Und Andreas Geisel, der Innensenator von Berlin, ein Ex-SED-ler, jetzt ebenfalls SPD, bezeichnet den muslimischen Mob als erlebnisorientierte Jugendliche. Auf EU-Ebene will das aus der Geschichte gelernt habende Deutschland eine Resolution erlassen, die Israel als genauso aggressiv verurteilt wie die Hamas. Das kann nur durch das Veto von Orbán verhindert werden. Es ist kaum zu fassen, zuerst haben sie die EU zu einer geopolitischen Lachnummer heruntergewirtschaftet und jetzt wollen sie auch noch Ratschläge erteilen. Liebe Grüne, liebe Unionler, das ist die politische Wirklichkeit in Deutschland. Alle Altparteien bis auf die FDP sind inzwischen massenhaft angewiesen auf muslimische Wählerstimmen und weigern sich hier klar und deutlich Ross und Reiter zu benennen, klar und deutlich zu sagen, dass es Moslems waren, die vor Synagogen in Deutschland randaliert haben. Nein, sie weigern sich nicht nur Klartext zu reden, sie haben auch noch die Frechheit, uns als AfD als einzige einwanderungskritische Partei für die Randalen verantwortlich zu machen, so wie ihr Fraktionsvorsitzender im EU-Parlament Manfred Weber. Zugleich lassen sie keine Gelegenheit ungenutzt, über die Opfer des Holocaust zu schwadronieren und ihr nie wieder herunterzuleiern und halbherzige Entschließungsanträge einzubringen. Aber Ihre Krokodilstränen braucht kein Mensch. Ich sage Ihnen, was wir brauchen. Beenden Sie die Verharmlosung des linken und muslimischen Antisemitismus und führen Sie ehrliche Kriminalstatistiken. In Ihren dringlichen Anträgen fällt das Wort Islam-muslimisch kein einziges Mal. Und bekennen Sie, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel für den neuen Antisemitismus in Deutschland mitverantwortlich ist. Reden Sie endlich Klartext! Herr Kollege Schulz, diese Äußerung, Moment bitte, Kollege Bellino. Diese Äußerung, dass die Bundeskanzlerin für den Antisemitismus verantwortlich sei, rüge ich, bitte sehr. Ich werde weiterhin Klartext reden. Beenden Sie das anti-israelische deutsche Abstimmungsverhalten in der EU und Finanzierung linksradikaler NGOs durch Ihre Parteistiftungen, parteinahen Stiftungen, bevor Sie die Delegationsreise organisieren lassen. Hören Sie auf mit den millionenschweren Unterstützungen der UNRWA des exklusiv für sogenannte Palästinenser reservierten Flüchtlingshilfswerks, das fest in den Händen der Hamas ist. Ich komme zum Schluss. Erkennen Sie Israel vollumfänglich als souveränen Staat an, der sich seine eigene Hauptstadt wählen kann, wie jeder andere Staat dieser Welt. Und bringen Sie die deutsche Botschaft endlich nach Jerusalem. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Kollege Scholz, das Wort hat nun der Kollege Rolf Kahnt. Herr Präsident, nach der Rede des Vorredners hätte ich mir ganz gerne eine Verdauungspause gegönnt, aber ich mache trotzdem hier an dieser Stelle weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der antisemitische Hass gegen Israel brachte bittere Wahrheiten ans Tageslicht. Auffallend viele junge Menschen aus Einwandererfamilien demonstrierten gegen israelische Militäreinsätze im Gaza. Sie sprechen Israel das Recht auf Verteidigung gegenüber Aggressoren ab, die Israel seit über einer Woche mit tausenden Raketen beschießen.
wer sich bei den Angriffen auf Israel auf den importierten Antisemitismus beschränkt, macht es sich viel zu einfach, denkt zu kurz und hängt die Messlatte für sich selbst sehr, sehr tief. Der Judenhass junger Menschen aus muslimischen Familien ist zu verurteilen. Gleichermaßen trifft das für nicht wenige andere Gesellschaftsmitglieder zu. Allein ein Blick, besonders in die rechtsextreme Szene, lässt einen erschaudern. Das mahnt uns, genauer hinzuschauen und nicht mehr zu schweigen und unseren Mund aufzumachen, uns zu wehren und zu verstehen zu geben, wer sich gegen das Existenzrecht Israels und das Judentum stellt, egal welcher Nationalität und welchen Glaubens, stellt sich gegen uns und unsere Solidarität mit Israel. Blinder Hass und Hetze gegenüber Juden bedeutet Verachtung gegenüber Prinzipien eines freiheitlichen, demokratischen und friedlichen Miteinanders. Es kann nicht oft genug wiederholt werden. Wir Deutsche tragen angesichts unserer verhängnisvollen Geschichte gegenüber Millionen ermordeter Juden in der Nazizeit eine besondere Verantwortung. Deshalb darf es nicht sein, dass sich Juden im heutigen Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Antisemitismus und Feindschaft gegen Israel haben nirgendwo einen Platz unter uns. Die besondere Beziehung Deutschlands zu Israel sowie das Existenzrecht Israels müssen daher bereits früh Teil demokratischer Bildung sein. Es bleibt unsere Aufgabe, mit viel stärkerer Aufklärung und Prävention in Schule und Elternhaus den Dialog zu suchen. Beispielhaft hierfür steht kein geringerer als Daniel Barenboim, der mit seinem Western Eastern Diving Orchestra unabhängig, unablässig und vorbildlich für Frieden und Völkerverständigung wirkt. Rufe nach Ausgrenzung entfachen dagegen nur weiteren Hass und Unfrieden. Das kann niemand von uns wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kahn. Das Wort hat jetzt der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Angriffe auf jüdisches Leben, jüdische Einrichtungen, brennende Israelfahnen, Steinwürfe auf Synagogen, antisemitischer Mob auf den Straßen bei uns im Land. Das ist es, was in den letzten 14 Tagen wir alle erlebt haben. Ich begrüße diese Debatte sehr. Ich halte sie für notwendig, für wichtig. Und in einem, glaube ich, sind wir uns alle einig. Das, was da passiert ist, das ist unerträglich. Das ist in jeder Form zu kritisieren und das hat in Hessen und in ganz Deutschland keinen Platz mehr. Unter dem Deckmantel des Antizionismus ist purer, ganz klar offener Antisemitismus zutage getreten, und zwar von denen, die da unterwegs waren, vor den Synagogen, auf den Plätzen, und die uns alle besorgen müssen, aber vor allen Dingen, und an die wende ich mich heute besonders auch, die unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern große Angst einflößen. Meine Damen und Herren, natürlich kann man die israelische Politik kritisieren, allemal die Siedlungspolitik, aber hier geht es um etwas anderes. Das ist keine legitime Kritik an der Regierungspolitik. Das ist auch keine legitime, verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit. Was hier passiert, das muss man doch mal sehr deutlich sagen, das sind Straftaten, das ist Hetze, das ist Hass, das ist Gewalt. Und nicht nur hier bei uns, sondern überall muss gelten, wehre den Anfängen, für dieses darf es keinen Platz geben, meine Damen und Herren. Gehen wir ehrlich miteinander um. Ich will das Wort von Ihnen, Frau Kollegin Faeser, gerne aufgreifen. Jeder von uns ist aufgerufen, hier Klarstellung zu beziehen. Aber nicht routiniert, so nach dem Motto formelhaft. Und dann machen wir dasselbe wie immer. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist besonders scheußlich. Aber was wir auch sehen müssen,
Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sind in Teilen unseres Landes nicht mehr in der Lage, ohne Angst mit der Kippa durch die Stadt zu gehen. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die Leitartikel? Wo ist das? Israelische Mitbürger, deutsche Mitbürger jüdischen Glaubens überlegen sich dreimal, ob sie ihre Kinder in eine allgemeine Schule schicken. Das, was da jeden Tag auf den Schulhöfen passiert, wann diskutieren wir das? Wo ist die Betroffenheit? Das meine ich mit routinehafter Behandlung. Ich begrüße es, dass wir heute sehr ernsthaft darüber sprechen. Und ich bedanke mich und begrüße sehr herzlich Herrn Kollegen Becker. Diese Landesregierung hat aus genau diesen Gründen als einer der ersten Landesregierungen einen Antisemitismusbeauftragten berufen. Und sehr geehrter Kollege Becker, ich möchte Ihnen ausdrücklich gerade vor dem Hessischen Landtag für Ihre sehr engagierte und wertvolle Arbeit danken. Der Nahostkonflikt ist mehr als kompliziert. Und wir werden ihn in der aktuellen Stunde des Hessischen Landtags nicht lösen. Aber ein paar klare Einordnungen möchte ich schon machen. Wir haben es gehört, die Hamas hat Israel mittlerweile mit 3.500 oder bald 4.000 Raketen angegriffen. Nicht umgekehrt. Israel hat eindeutig das Recht auf Selbstverteidigung. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch nicht richtig, die Konfliktparteien beidseitig zur Mäßigung aufzurufen. Ich hoffe, dass unserem Außenminister Heiko Maas es heute gelingt, wenn er in Israel und dann in Palästina ist, deutlich zu machen, wo der Unterschied verläuft. Man darf hier nicht die Opfer mit den Tätern unzulässig auf eine Stufe stellen. Und die Hamas ist keine Aktivistentruppe. Sie ist eine Terrororganisation, die Israel auslöschen will. Und deshalb kann es da keinen Gleichklang geben. Das geht nicht. Und das geht schon gar nicht für uns in Deutschland und in Hessen. Es ist mehrfach auf die Staatsräson hingewiesen worden. Auf unsere Geschichte. Auf unsere einzigartige Verpflichtung. Meine Damen und Herren, was meint das eigentlich? Das, was wir hier gesehen haben, auch bei uns im Lande, war die Forderung Free Palestine. Vom Fluss bis zum Meer, vom Jordan bis zum Meer. Wer die Dinge ein bisschen kennt, weiß, was das heißt. Das ist nichts anderes als die Aufforderung und das politische, gegebenenfalls agitative Eintreten für die Zerstörung des Staates Israel. Und genau da muss die Grenze verlaufen, meine Damen und Herren. Das geht eben nicht. Das meint Staatsräson, was die Bundeskanzlerin und viele andere gesagt haben. Und das muss für alle gelten, die hier in Deutschland leben, unabhängig, ob sie schon immer hier gelebt haben oder ob sie als Zuwanderer zu uns gekommen sind. Und meine Damen und Herren, Hessen hat eine reichhaltige, intensive Beziehung zu Israel, aber auch zu den Palästinensern. Mir ist ein persönliches Anliegen immer gewesen, vom Amt, aber auch persönlich, dies sehr intensiv zu pflegen. Ich habe meine erste Auslandsreise, und der eine oder andere war ja dabei, als Ministerpräsident bewusst nach Israel und Palästina gemacht. Ich bin Vorsitzender der Jerusalem Foundation Deutschlands, bemühe mich seit Jahren, vielen, vielen Jahren, sowohl mit den einen wie mit den anderen weiterzukommen. Ich bin immer wieder bei Abbas, bei der Fatah, aber natürlich auch bei unseren israelischen Freunden. Und ich sage das mal ganz bewusst, ich habe mich ausdrücklich bekannt, dass man die Dinge nicht gleichsetzen kann, so wie das gelegentlich politisch geschieht. Das ist falsch. Aber wir haben keinen Nachholbedarf, auch und gerade uns um die Palästinenser zu kümmern. Wir sind nicht blind auf einem Auge. Es gibt kein Land in der Welt,
das so engagiert sich einbringt wie Deutschland. Der mit Abstand größte Beitragszahler, zum Beispiel zum Wiederaufbaufonds der UNO für Palästina, ist seit vielen Jahren Deutschland. Und bei dieser Debatte verbietet es sich aus meiner Sicht, mit schlichter Parteipolitik zu arbeiten. Mir gefällt die eine oder andere Bemerkung nicht, wer zum Beispiel Lieferungen an Israel davon abhängig macht, wie die Israelis sich verhalten, der müsste dann auch das, was wir für dieses Palästinenseraufbauwerk machen, unter Bedingungen stellen. Ich bin sehr traurig und weiß, wie schwierig das international ist. Ein Gutteil dieser Gelder kommt nun leider nicht an bei den Menschen, um die es geht, sondern sie werden zweckentfremdet. Und wir haben dort eine Diktatur. Und es ist leicht, von außen Forderungen zu stellen. Sehr viel schwieriger ist es, dort zu wirken. Ich überziehe die Redezeit jetzt bewusst. Erinnern Sie sich, der eine, kaum noch einer dabei. Ich war damals in der Opposition. Hans Eichel war damals, erst als Walter Wallmann, dann hat Hans Eichel das fortgeführt. Wir haben in der Koalition von CDU und FDP damals angefangen mit einer Vertretung in Palästina. Wir haben Kindergärten aufgebaut. Jörg Uwan, du wirst dich erinnern, wir haben darüber nachgedacht, ob wir mit Fraport eine Flughafengeschichte machen können. Ich war damals bei Arafat, so wie ich zigmal bei dem Palästinenserpräsident Abbas war. Und Kollege Jürgen Frömmrich war, glaube ich, dabei. 2010 haben wir die besucht und da haben sie uns erzählt, dass sie die Wahlen vorbereiten. Und der Zentralrat der Fatah auch. Und wollten mit uns zusammenarbeiten. Diese Wahlen sind seit 2010 immer wieder verschoben worden. Weil sie Angst haben, dass sie Wahlen verlieren gegen Hamas. Der Konflikt verläuft nicht zwischen Israel und Palästina. Es ist viel, viel komplizierter. Und leider Gottes haben wir alle unsere Bemühungen einstellen müssen, die gut gemeint waren. Und ich wünsche mir sehr, dass einmal der Zeitpunkt kommt, wo wir das vielleicht wieder aufleben lassen. Es lohnt sich. Es ist mühsam, aber es lohnt sich. Eine zweite Bemerkung. Meine Damen und Herren, die Bekämpfung des Antisemitismus ist eine Daueraufgabe. Und wenn sie erfolgreich bewältigt werden soll, dann müssen wir mit höchster Sensibilität, aber auch mit Ehrlichkeit miteinander umgehen. Ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt. Wir haben den Antisemitismus von rechts, wir haben den Antisemitismus von links und wir haben den Antisemitismus auch aus dem Bereich der Migration. In allen Bereichen muss man klar Flagge zeigen. Es ist richtig, wenn wir deutlich reagieren beim Antisemitismus von rechts. Es ist falsch, wenn wir verschweigen oder weggucken beim Antisemitismus von links oder auch aus der Migration. Nur wenn uns das als Leitlinie gelingt, werden wir weiterkommen. Ich empfehle Ihnen einen sehr interessanten Artikel gestern in der Welt, einen Leitartikel, interessanterweise von Dennis Yüksel, hessischer Mitbürger, der jetzt in Berlin lebt, mit all den Erfahrungen der Türkei, die er dort gemacht hat, und sicherlich eher kein Parteifreund von mir. Aber ich empfehle Ihnen, was er dort geschrieben hat. Er setzt sich genau mit der großen Gefahr auseinander, dass man versucht, sozusagen das einzuteilen. Die Bilder von jungen Männern mit Türkei oder was auch immer, die da augenscheinlich aus dem Migrantenmilieu kamen, die waren verstörend. Die kann man nicht wegdiskutieren. Und sie haben uns gezeigt, dass uns bisher jedenfalls eines nicht gelungen ist, was wir uns doch alle so wünschen.
eine gelingende Integration von Menschen, gerade die einen ganz anderen Hintergrund haben. Das anzusprechen ist notwendig, wenn man erfolgreich sein will im Kampf gegen den Antisemitismus. Und deshalb sage ich uns allen, wir sollten aufhören, diese unterschiedlichen Formen der Judenfeindlichkeit gegeneinander auszuspielen. Wir sollten aufhören, den Mund dort aufzumachen, wo es einem vermeintlich in den Kram passt, und dort verschweigen oder wegzugucken, wo man die Angst hat, von der falschen Seite Beifall zu bekommen. Deshalb will ich heute den Versuch machen, wir könnten ja mal gemeinsam sagen, es ist völlig egal, wo der Antisemitismus herkommt, ohne uns gegenseitige Vorwürfe zu machen. Es wäre schön, wenn wir gemeinsam der Auffassung sind, egal wo er herkommt, jeder von uns tritt entschieden an, ohne dem anderen gleich wieder Vorwürfe zu machen. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Tagen mich erinnert an eine Veranstaltung, die wir hier im Hessischen Landtag hatten. Ich habe mich erinnert an eine Persönlichkeit, die mich ganz unglaublich beeindruckt hat. Sie wissen, wir verleihen seit vielen Jahren den Hessischen Friedenspreis. Ich habe noch einmal nachgeschaut in meiner damaligen Laudatio. Im Jahre 2010 haben wir Herrn Ismail Khatib mit dem Friedenspreis des Landes Hessen ausgezeichnet. Der eine oder andere war schon dabei. Meine Damen und Herren, das ist der Mann, dessen Junge von Kugeln israelischer Soldaten getötet wurde. Das Bild ging um die Welt. Der Vater trug diesen toten Jungen so auf den Armen. Das muss einen erschüttern. Das muss einen berühren. Die Kinder immer, aber die Zivilisten sowieso sind immer die ersten Verlierer. Und warum haben wir den damals ausgezeichnet? Den haben wir ausgezeichnet, weil dieser Mann Folgendes gemacht hat. Er hat die Organe seines Jungen gespendet für 5 israelische Kinder. Die haben dadurch überlebt. Was dieser Mann geleistet hat, ist schier unglaublich. Er hat den Hass überwunden. Und der damalige israelische Botschafter, Avi Primor, der damals auch dabei war, hat in seiner Laudatio gesagt, er zögert nicht, diesen Mann einen Helden zu nennen. Warum erzähle ich Ihnen das? Wer die Dinge ein wenig kennt, die ja weit, weit vor der Staatsgründung Israels schon waren und an denen sich schon alle möglichen versucht haben, der kommt ja zu dem Ergebnis, häufig ist alles hoffnungslos. Nein, diese Hoffnung muss man haben, dass auch Grundkonflikte friedlich aufgelöst werden können. Und deshalb erinnere ich heute an diesen Mann, an unseren Hessischen Friedenspreisträger. Und Sie merken, dass mich das bewegt. Und deshalb, Sie haben eine ganze Reihe von Anträgen gestellt, die Zeit lässt es nicht zu, zu all dem zu detailliert zu antworten. Aber ich will es so zusammenfassen als Fazit. Meine Damen und Herren, klar und eindeutig gegen jede Form von Ausgrenzung, von Hetze, von Hass und Gewalt und insbesondere natürlich dem Antisemitismus entschieden einzutreten und immer den Versuch zu unternehmen, das Trennende zu überwinden, beieinander zu bleiben und im eigenen Land Frieden zu halten. Das ist eine Herausforderung und eine dauerhafte Verpflichtung für jeden von uns. Und das ist die Leitlinie des Handelns der Hessischen Landesregierung, meine Damen und Herren. Nicht nur heute und nicht nur hier, sondern immer und überall.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit sind die Aktuellen Stunden Top 77 und 79 behandelt. Dringlicher Antrag wird dann heute Abend abgestimmt.